Servus und hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu meinem Fazitvideo zu Call of Duty Black Ops Cold War. Was für ein verdammt langer Name für ein Spiel, aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, irgendwann gehen ihnen glaube ich auch mal die Namen aus. Das Video habe ich jetzt nach dem Alpha-Wochenende aufgenommen und habe dementsprechend natürlich geguckt, dass ich euch dieses Gameplay auch präsentieren kann. Für mich ist es wichtig, dass es möglichst neutral gehalten wird, weil ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt einiges an, naja, ich will nicht sagen Hate da draußen, was das Thema Skill-Based Matchmaking betrifft. Natürlich kann ich das nachvollziehen und ich bin da wahrscheinlich auch einer der größten Verfechter, dass man sowas nicht in ein, sag ich mal, Call of Duty packen sollte. Aber das ist jetzt hier heute nicht das Thema, sondern wir möchten heute über die Alpha sprechen. Was ist in der Alpha gut und was ist in der Alpha nicht so gut? Fangen wir gleich mal an. Und zwar, das Gameplay ist mit der Krieg entstanden, ist für mich das Pendant zur Galil aus den alten Black Ops Teilen. Von dem her finde ich es sehr, sehr gut gelungen, was die Waffen betrifft. Die Waffen fühlen sich alle sehr gut an. Gleichzeitig aber auch ist es so, dass man nicht sagen kann, die Waffen fühlen sich wie bei Modern Warfare an. Also die Waffen an sich sind eher, ich würde es mal ein bisschen casual beschreiben. Das heißt, grundsätzlich ist es ja nichts Schlimmes, wenn die Waffen sich casual anfühlen oder sich auch casual anhören. Das ist aber grundsätzlich auch nicht weiter schlimm. Also das heißt, overall auf der positiven Seite kann ich sagen, das Feeling, wie sich alles anfühlt, ist definitiv schon mal besser wie im Modern Warfare. Weil ich fand, in Modern Warfare hat sich alles so ein bisschen träge, langsam. Und das ist jetzt was, wo ich sagen muss, das fühlt sich hier ein bisschen besser an. Und was ich auch finde, es ist nicht ganz so krass, was das Thema Waffenbalancing betrifft. Das heißt, es gibt natürlich eine Waffe, die sehr, sehr stark heraussticht. Die habe ich auch auf die negative Seite gepackt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, fühlt es sich sehr, sehr gut an, was, was so dieses Feeling und das Waffenbalancing betrifft. Also zwei positive Punkte auf der Seite, das Call of Duty Feeling ist definitiv da und man fühlt es definitiv. Was für mich auch ein sehr, sehr großer positiver Punkt ist, dass die Maps keine Türen mehr haben, also keine Objekte, wo man irgendwie Fenster aufmachen kann, und es fühlt sich einfach ein bisschen normaler an. Also es ist nicht so, dass du gefühlt 8 Milliarden Häuser mit Fenstern hast, wo du von 1000 Line of Sights weggeholt werden kannst. Deswegen muss ich sagen, fühlen sich die Karten für mich persönlich positiver an. Das ist definitiv was ich sehr, sehr positiv beschreiben kann. Auch das Snipen macht sehr, sehr viel Spaß. Ich bin ja überhaupt nicht der Sniper. Aber in dem Teil macht das Snipen wirklich sehr, sehr viel Spaß. Liegt wahrscheinlich auch an der Tatsache, dass es absichtlich sehr, sehr einfach gestaltet haben in der Alpha. Das haben sie bereits angekündigt. Also das ist aber auch so eine Geschichte, die ich persönlich ein bisschen nicht nachvollziehen kann. Warum macht man von absichtlich, also von der Absicht Gebrauch und sagt, ich mache eine Sache absichtlich gut, um dann Daten zu sammeln, wenn ich eh schon weiß, ja, das wird dann jeder benutzen. Also keine Ahnung, ich verstehe den Hintergrund vielleicht nicht ganz, aber nichtsdestotrotz ist das Snipen ein definitiv positiver Punkt, der Spaß macht. Was ich auch sehr toll finde, ist das Lobbyverhalten. Das heißt, die Lobby bleibt nach dem Match zusammen, nicht wie in Modern Warfare, dass es irgendwie mal zusammengewürfelte Lobbys sind. Das ging mir ein bisschen auf den Sack. Ebenfalls ist das Map-Voting zurück, was ich finde, ist eigentlich ein Standard in Call of Duty, weil auch für einen Entwickler meiner Meinung nach eine sehr, sehr tolle Datensammelmöglichkeit, welche Karten die Leute spielen wollen und welche halt eben nicht, weil wenn ich mich jetzt mal zum Beispiel an Modern Warfare erinnere und ihr geht da auf gewisse Karten, die ihr einfach gar nicht mögt, ihr könnt halt nichts dagegen machen, außer rauszugehen, und das ist schon, finde ich, immer ein bisschen bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen.
Insgesamt, was das Spiel betrifft, finde ich beispielsweise die Time to Kill sehr angenehm. Die Time to Kill ist nicht mehr so, dass sie wie bei Call of Duty Modern Warfare so ultra schnell ist. Ich finde sie persönlich, es ist halt eine persönliche Einschätzung, sehr, sehr angenehm. Teilweise muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also es gab zwei, drei Situationen, da habe ich auf den Gegner geschossen und aufgehört zu schießen. War dann ein bisschen fatal. Aber letztendlich gewöhnt man sich natürlich dran. Ich finde auch die Gesundheit an sich, die 150 Gesundheit, merkt man überhaupt nicht. Was auch noch ein sehr, sehr positiver Aspekt vom Spiel aktuell ist, ist, dass Ghost nur wirkt, wenn man sich bewegt. Und das ist was, was ich sehr, sehr positiv finde, weil es ist bei alten Call of Duty Teilen bei Modern Warfare so gewesen, naja, ich packe halt Ghost rein und dann kann ich rumschimmeln ohne Ende. Und hier muss man sich halt auch wirklich bewegen. Es ist nicht ganz so, dass ich sagen muss, du musst wirklich dauerhaft in Bewegung bleiben. Also wenn du mal ganz kurz stehen bleibst, um nachzuladen, das wird dir das Spiel schon verzeihen. Aber man muss in Bewegung bleiben und ist auch sehr, sehr fair meiner Meinung nach. Kommen wir nun zur zweiten Hälfte und das sind die negativen Punkte. Ich habe auch einige negativen Punkte gefunden. Zum Beispiel, was mir persönlich ziemlich auf den Sack geht, ist der Sound der UAV. Man hört es vielleicht im Hintergrund des Videos, es tingelt immer wieder dieses Dillin, Dillin, Dillin durch und das nervt. Das ist viel zu laut meiner Meinung nach, wenn man mit einem Headset spielt und sehr, sehr hohe Einstellungen hat, um die Schritte zu hören. Ebenfalls kann ich da ein bisschen gleich einhaken. Die Steps sind zwar da, aber ich finde Ninja hat überhaupt gar keine positive Wirkung. Ich habe Ninja drin gehabt und tut mir leid, meine Schritte waren immer noch genauso stampfig wie vorher. Also ich habe immer so habe ich wenig Unterschied gemerkt. Vielleicht tweaken sie das nochmal nach. Ansonsten haben sie einen guten Job gemacht. Die sind nicht zu krass, die Schritte, aber auch nicht zu wenig krass. Von dem her finde ich generell ist eine positive Sache, was das die Engine betrifft, aber Ninja ist zurück und dann hat das für mich gar keinen Effekt, deswegen ist es negativ. Dann, was ich auch sagen muss, die Animationen sind deutlich schlechter im Vergleich zu Modern Warfare. Wenn man die Nachladeanimationen anguckt, wenn man die Waffenanimationen anguckt, wenn man das Sliden und Hüpfen anguckt, das sieht schon sehr, sehr starr aus. Und das Sliding an sich ist mir ein bisschen zu OP, weil wenn ihr manchmal seht, dass Gegner so richtig wie so teleportieren, das liegt dann, glaube ich, noch an der Sliding-Mechanik, die total bescheuert ist. Und ebenfalls finde ich es auch sehr, sehr nervig, dass immer noch das Hüpfen so eine Basic-Sache ist. Ich finde es ja in Ordnung, dass man hüpfen kann, aber mich nervt es, dass es halt einfach ein Vorteil für den Gegner ist, wenn er um die Ecke hüpft. Und dadurch natürlich irgendwie gefühlt schneller wird. Im Ankündigungstrailer hat ja dieser eine Typ gemeint, ja, sie wollen da ein bisschen auf Realismus setzen und versuchen den Sprung abzudämpfen und versuchen dich langsamer zu machen. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein, weil ich merke davon 0,0. Definitiv merke ich davon gar nichts. Also kann ich überhaupt nicht befürworten, weil das Springen ist immer noch ein absolut krasses Thema. Ansonsten, was für mich auch auf der negativen Seite ist, ist 12 gegen 12. Finde ich irgendwie total nervig. Diese großen Karten, auch vor allem auf diesem Schiff, da hocken sie dann nur rum, die Leute, und bewegen sich trotzdem überhaupt nicht. Also 12 gegen 12 ist irgendwie so, ja, ey, lass uns mal große Karten reinmachen und dann machen wir 12 gegen 12. Es funktioniert aber in Call of Duty gefühlt meiner Meinung nach nicht. Das finde ich einfach nicht gut und das ist halt auch meine persönliche Meinung, aber vielleicht könnt ihr eine andere Meinung dazu haben. Ist halt einfach so. Ansonsten, was ich auch sehr, sehr komisch finde, und das habe ich auch auf die Negativseite gepackt, ist das Verhalten der Stun-Grenades und das Verhalten der normalen Granaten. Wenn man mal sich einige Gameplays anguckt, dann wird man feststellen, bis die Granate explodiert, geht schon sehr, sehr viel Zeit drauf und es dauert und dauert. Und das finde ich irgendwie komisch, weil man hat irgendwie nicht so richtig dieses Feeling, man wirft eine Granate, sondern man hat irgendwie das Gefühl, man hat eine Kartoffel in der Hand und dann macht es irgendwie so, ja, werfe ich jetzt die Kartoffel oder esse ich sie lieber? Na, das ist irgendwie, na, weiß ich nicht. Gefällt mir persönlich halt einfach nicht. Ansonsten muss ich sagen, ist es schon gut, wie sie das gemacht haben, rein vom Balancing her der Gegenstände. Aber es ist trotzdem für mich ein ganz klarer negativer Punkt, weil ich halt einfach sagen muss,
Es fühlt sich komisch an, wie der die Granaten wirft. Vor allem bei den Granaten. Bei den Stunts ist es in Ordnung, die wirft er gleich raus. Bei den Granaten habe ich irgendwie so das Gefühl, die hat er so ein bisschen komisch in der Hand. Keine Ahnung, so als ob er sie aus seiner Brusttasche holt, aber irgendwie mit so einer Mini-T-Rex-Hand. I don't know. Dann, was ich natürlich auch nicht unterstützen kann, ist, dass eine Waffe wie die AKU beispielsweise so krass hervorsticht und halt eine Assault Rifle auf lange Distanz einfach outperformt. Das heißt, die AKU wird definitiv meiner Meinung nach einen Nerf erfahren zur Beta hin. Also das könnt ihr, oder könnt ihr euch definitiv darauf einstellen. Und natürlich auch ein ganz großes Thema ist zu starkes Skill-Based Matchmaking. Das heißt, Skill-Based Matchmaking verurteile ich grundsätzlich nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es zu stark ist und wenn man nur mit Schwitzern spielt und dadurch halt die Miteinanderspielung klingt bescheuert, das Wort, vielleicht finde ich was anderes, das Spielen mit meinen Freunden gegen andere Gegner getrübt wird, nee, dann finde ich Skill-Based Matchmaking einfach nur bescheuert. Ja, ich hoffe, das Video hat euch grundsätzlich gefallen. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu nach dem Gameplay. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare drunter und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Da gehe ich vielleicht nochmal auf ein paar einzelne Punkte ein und werde euch auch noch ein paar andere Maps zeigen und ein paar andere Waffen zeigen. Also bis dahin, euer Basti. Tschaußen! Ja, 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 ja. Coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with?